Sense. Was ist Sense? Ach, sind wir schon wieder voll? Das ist unglaublich. Da können wir tatsächlich nichts herstellen. Alchemieregal. Haben wir das alles noch dabei? Hä? Ach ja, natürlich. Also mal ausmüllen. Erstmal ausmüllen. Oh, noch ein zweites Regal hier. Müssen wir mal wieder darauf achten, wenn wir hier das nächste Mal den Astrologentag haben, dann können wir dem nämlich schon mal die Säure geben. Dann kommen wir nämlich da auch wieder einen Schritt weiter. So, Pilze, das haben wir hier. Hanf haben wir auch hier. Das packen wir mal da mit rein. Haben wir eigentlich Motten? Ja, die müssen wir ja auch nochmal einfach wieder sammeln gehen. Goldgeschichten ist jetzt auch nicht so der Burner. Haben wir die eigentlich schon erforscht? Ja, haben wir offensichtlich, weil sonst würde er da nicht stehen, zerfällt in. So, Kohle, die packe ich mal hier rein, weil ich die sonst mit nach oben nehme. Graphitpulver, Alchemiemüll, ja, das könnte auch nochmal interessant werden. So, haben natürlich dann wieder unsere Predigt wieder mit eingesackt, das ist auch doof. Können wir das herstellen? Warte mal kurz. Ich will mal eine Sache. Ah, geht auch hier. Da können wir einmal Essenz draus herstellen. Essenz und so eine komische Flüssigkeit. Da müssen wir sicherlich das herstellen. Destillationswürfel. Kriegen wir so ein komisches grünes Zeug raus. Was kriegen wir hier raus? Lebenslösung. Okay, was hat das für einen Effekt? Gar nichts. Oder was? Naja, können wir nur andere Sachen wieder mit herstellen. Das ist ja auch wieder das. So, das mal weg. Chaoslösung. Haben wir da rot und rotes Pulver. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen mehr. Bisschen mehr Säure herstellen. So, Säure. Könnten wir eigentlich Chaoslösung. Finde ich schade, dass man auch hier nicht sagen kann, ich möchte davon insgesamt 5 Stück herstellen, wenn wir es können. Also, naja, gut. Was nicht ist. So, Chaoslösung und natürlich Rot. Erstmal ein bisschen Säure herstellen. Erforsche die doch vorher. Die Säure, wenn wir die Säure erforschen. Die Säure oder die Einzelteile? Also muss ich natürlich dann wieder Glauben holen. Aber das ging doch gar nicht. Alles. Alchemieregal, okay. Das könnten wir erforschen, okay. Säure kann ich aber nicht erforschen. Dann habe ich das entweder schon getan. Säure kann ich nicht erforschen.
bringt mir jetzt eigentlich auch so relativ wenig, weil ich muss es trotzdem einzeln hier eingeben. Ich kann nicht sagen, so stell mal bitte dreimal Säure her oder viermal. Das geht gar nicht. Also wüsste ich zumindest nicht. So, wir haben wieder den Frauentag, dann kommt der Händlertag, dann kommt wieder der Schlangentag, Inquisitor, dann haben wir den Astrologentag. Also wir haben auf jeden Fall noch ein ganz bisschen Zeit. Was ist das jetzt eigentlich für ein Zeug? Ordnungsextrakt, ne, das brauchen wir auf jeden Fall. Auch wenn da nicht steht, was wir damit anfangen können. Aber irgendwas werden wir damit garantiert machen können. 44, so viel Kohle haben wir schon wieder. Ist ja richtig geil. Ja, wir können natürlich noch ein bisschen Säure herstellen. Wir haben hier noch ein Fläschchen offen. So, dann tack. Haben wir noch zweimal. Also zweimal Säure können wir auf jeden Fall noch herstellen. The Razor ist da. Schönen guten Tag. Einmal. Zack und zack. So, weißes Elixier. Was hatten wir denn? Warte mal. Weißes Elixier, Salz, weißer Staub. Giftige Lösung, Lebenslösung versuche ich mal. Und Lebensextrakt oder Ordnungsextrakt. Lebensextrakt. Na, mal gucken. Vielleicht kriegen wir da was raus. Oder kriegen wir wahrscheinlich wieder Schleim raus. Ja, kriegen wir wieder Schleim raus. Ich muss mir tatsächlich mal aufschreiben, was wir für was rauskriegen. Weil das ist echt sonst blöde. So, das haben wir. Schleim können wir auch wieder sortieren. So, haben wir das. So, Dünger, da braucht man dieses weiße Elixier für oder Spitzendünger. Denken wir mal, Spitzendünger werden wir machen. Also brauchen wir Wachstumsbeschleuniger. Wachstumsbeschleuniger. Und dafür brauchen wir Säureinjektion. Ja, ich weiß nicht, also die Säureinjektion, das ist momentan noch so ein Ding. Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht so dringend, weil, wie gesagt, wir können zwar damit natürlich die Leichen bearbeiten, dass die nicht so toxisch sind. Aber da wir die meistens sowieso verbrennen, dann wäre vielleicht später mal interessant. Wenn wir tatsächlich, weiß ich, keine Uhren mehr haben oder irgendwo sowas. Weiß ich nicht, also ich glaube, das wäre jetzt nicht so interessant. Torf ist aber interessant, beziehungsweise Wachstumsbeschleuniger. Das können wir uns natürlich mal angucken. Oder Energieelixier, weil für Spitzendünger kriegen wir halt diese silbernen raus. Und ich glaube, dieser Spitzendünger, das wäre vielleicht mal ganz interessant. Das wäre vielleicht mal ganz interessant nachher, dass wir auch gute Beeren rauskriegen, so dass wir qualitativ gute Beeren rauskriegen. Das könnte natürlich nochmal interessant werden. Wollen wir mal kurz was gucken bei Balsamierflüssigkeiten 2, 3. Da müssen wir nochmal hin. Hier brauchen wir nochmal 50 Punkte für die Chirurgie, damit wir da auch später noch vernünftiges Zeug rauskriegen. Was haben wir hier? Bienenfreund. Weinerzeugung haben wir schon fertig. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Da brauchen wir auch schon wieder 150 für. Oder wir gehen gleich auf Gold. Das können wir natürlich auch mal gucken, dass wir gleich auf komplexen Dünger gehen. Sonst lassen wir uns auf 150 sparen. Dann machen wir erstmal den komplexen Dünger. Und dann stellen wir halt eben diese komplexen Sachen her. Weil dann haben wir eben halt den goldenen Dünger. Und mit goldenen Dünger können wir wahrscheinlich noch mehr und bessere Sachen herstellen. Das wäre natürlich nochmal interessant. Das wäre natürlich nochmal interessant, auf jeden Fall. Da sind wir auch schon fast am Ende. Da fehlen uns jetzt eigentlich nur noch diese beiden hier, Balsamierflüssigkeiten. Gut, an dieser Stelle nochmal ein kleines Päuschen. Ich muss mal kurz. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. 2, 3 Minuten, ihr wisst ja Bescheid.
Beziehungsweise erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen zurück auf YouTube. Ich habe die Pause nochmal genutzt und ich habe nochmal geschaut, wo ich dieses weiße Elixier herbekomme. Weil wir brauchen dieses weiße Elixier. Das kann ich euch ja nochmal zeigen, weil ich das entweder in der letzten Folge schon mal gezeigt habe oder auch nicht. Wir brauchen das hier für... das brauchen wir für die beiden Dinger hier. Er braucht einmal weißes Elixier, einmal für einfachen Dünger und nachher auch für den komplexen Dünger. Das werden wir als nächstes erforschen. Wir sind ja schon wieder bei 122, also ne, punktemäßig sind wir da ganz gut bei. Und dafür brauchen wir halt eben halt einmal Torf und zweimal dieses Lebenselixier und einmal dieses Elixier für einfachen Dünger. Ich habe mir das eben halt gerade schon mal auf der Webseite angeguckt. Und wir brauchen folgende Materialien für dieses Elixier. Und zwar brauchen wir nämlich einmal hier diesen Beschleunigungspuder. Macht an sich Sinn, weil Beschleunigungspuder, ne, ist klar. Und wir brauchen, jetzt ist natürlich die, ich glaube, diese Verlangsamungslösung, die brauchen wir, glaube ich, dafür. Wenn ich mich da jetzt nicht irre. Das können wir an Alchemietisch 1 herstellen. Müssen wir eigentlich an Alchemietisch 1 herstellen, weil wir, das ist ja für 3 Elemente und das ist hier für 2 Elemente. Also müssen wir hier sagen, so hier einmal Beschleunigungspuder und wir müssen einmal sagen Verlangsamungslösung. Und dann müssten wir eigentlich, obwohl nicht unbedingt, doch kriegen wir raus. Wir kriegen Energie-Elixier raus, ein Glück. Ah, so, das haben wir also auch. Wir müssen also sehen, dass wir noch ein bisschen blaues Puder herstellen. Das ist natürlich die Frage, was hatten wir aus, was, woraus haben wir blaues Puder gemacht? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht erforscht, oder? War das so? Blaues Puder, Alchemiemühle. Alchemiemühle. Gefertigt, Arbeitszimmer. Wo hatten wir das immer, das Blaue draus gemacht? Das Grüne war, glaube ich, aus diesem Kohl, ne? Chaospuder. Chaospuder. Das war das erste. Kann das sein, dass das Hanf ist? Oder war Hanf das? Kann auch sein, dass das Hanf gewesen ist. Oh, ich kriege das nicht mehr auseinander. Ah, da muss ich mir gleich mal aufschreiben, was das gewesen ist. Weil dann können wir nämlich von diesem Elixier schon wieder ein bisschen was herstellen. Das ist der. Oder es können natürlich auch die Flügel gewesen sein von der Fledermaus, aber da haben wir keine mehr von. Da müssten wir erstmal wieder auf die Jagd gehen. Probieren wir das sonst einmal aus. Blau, alles klar, war doch Hanf. Meine ich doch, dass ich das noch irgendwo im Gedächtnis hatte. Ansatzweise zumindest. Das ist gut, dann können wir nämlich schon mal ein bisschen mehr Hanf herstellen, also dieses blaue Puder. Und die, das war also Hanf. Ich schreibe mal Hanf dahinter, dann weiß ich auch gleich, was gemeint ist. Ich muss mir nochmal eine vernünftige Liste machen. Und Slow in Solution. Ach, das habe ich auch schon wieder vergessen. Muss ich auch nochmal ausprobieren. Das war aber, glaube ich, irgendwie aus Gedärm oder irgend sowas. War das aus Fett? Ich glaube, es war aus Fett. Können aus Fett gewesen sein. Da können wir natürlich auch mal gucken. Guck mal, da können wir nämlich auch Puder draus machen. Können wir sogar einmal ausprobieren, was wir da überhaupt rauskriegen. Elixier und wir brauchen jetzt nochmal Hanf. Ja, nehmen wir sonst 13 Mal mit oder 20 Mal. 20 Mal. Nehmen wir es mal 20 Mal mit, stellen wir da ein bisschen was draus her. Und wir bräuchten eigentlich Fett, aber Fett dürften wir eigentlich nichts mehr haben. Because of, wir haben das alles, glaube ich, in Öl umgewandelt, was wir hatten. Also müssen wir uns echt dran gewöhnen, dass wir rechtzeitig so die ganzen Leichen auseinandernehmen, damit wir wirklich alles rauskriegen. Sowohl die ganzen Fette auch als andere. Dann mal gucken, was wir aus diesem... Das ist ein Gras noch raus, kriegen gar nichts. Yes. So ein grünes Zeug. Gesundheitslösung. Ah, okay, auch interessant. Ich meine, wir werden das alles früher oder später auf jeden Fall brauchen. So, da kommt das Elixier erstmal rein. Hier haben wir noch Fett. Zerfällt in. Ja, genau, ich glaube, das war das. Falsche Taste. Ich glaube,
Ja, das war diese Verlangsamungslösung, genau. Also dafür brauchen wir Fett. Okay. So, Fett haben wir nicht mehr. Das ist alles gut. Das ist alles in Ordnung. Dann packen wir das, was wir wieder da haben. Das packen wir hier mit rein. Blaues Puder. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Zerfällt in Puder und in so eine komische Lösung. Also da können wir noch eine ganze Menge herstellen. Ah, so, einmal blaues Puder, bitte. Deswegen sage ich ja, es wäre echt super, wenn du hier so 20 mal Hanf, wenn du die einstampfen willst, wenn du da einfach mal, wenn du es einfach am Stück herstellen könntest. Ich muss es auch jedes Mal auswählen. Was soll das denn? Das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber das sind dann vielleicht auch mal so Arbeiten, die ich vielleicht mal außerhalb der Aufnahmen oder außerhalb des Streams vielleicht mal machen kann. Das wäre, dass ich einfach mal die Materialien dafür einfach sammle, dass ich die schon mal ein bisschen herstelle, sodass wir nachher für die Streams und für die einzelnen Folgen vielleicht schon die ganzen Grundmaterialien haben, dass wir das einfach nachher nur noch mischen brauchen. Was war das mit den, ach so, was mit den Funkkopfhörern? Ja, finde ich auch nicht schlecht. Also ich fand das, Funkkopfhörer hatte ich auch mal für die PlayStation. Das ist tatsächlich immer richtig gut. Muss ich auch sagen. Also Funkkopfhörer sind schon was Feines. Aber im Grunde genommen brauche ich die erst. Oh hier, komm, den können wir auch mal gleich bequaken. Sonst brauche ich Funkkopfhörer nicht. Also. Pff. Also von der Sache her, ich wüsste jetzt keinen Grund. Ich muss hier. Muss nicht unbedingt leise sein, sagen wir es mal so. Hab zwar auch Nachbarn, aber so laut rieche ich ihn nun auch nicht auf. Obwohl, ich habe das eben für Spiele, habe ich es halt häufig genutzt, weil wenn du dann mal tatsächlich Battlefield spielst. So, Halskette. Das Zeug, das ich suche. Okay, wir hatten bei ihm 40. Necronomicon, das kriegen wir dann sowieso. Wo kriegen wir das nicht von dem Astronomen? Ah, ich glaube, dann sollten wir nochmal warten. Das bringt uns jetzt erstmal nichts. So, Puder hatten wir da. 122 Brauerei, da müssen wir auch nochmal endlich bei. Brauerei Verfall. Gärtnerei. Brauplatz, da können wir hier auch nochmal. Müssen wir jetzt wieder 100 Punkte ausgeben, das ist doof. Wir machen als allererstes erstmal hier. Komplexer Dünger und dann können wir mal hier den anderen Kram hier machen. Auch so Bienenfreunde und solche Sachen oder Brauerei. Ich glaube, das sind mal so Sachen, die können wir noch später. Schön machen, gerade so Hopfen und sowas schön. Oh, lecker. Ja, schön lecker Bier verkaufen. Ja, schön lecker. So, okay. Fett bräuchten wir jetzt noch. Also müssen wir bei den Leichen nochmal theoretisch bei. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, aber wir machen erstmal Puder fertig. Ah ne, wir müssen ja schlafen gehen. Ich bin so verpeilt, was das Spiel angeht. Ja, noch ein bisschen Ratzefummel. Unter mir wurde eine Familie mit vier Kindern im Kindergarten und Schulalter. Da kann ich ab 8 Uhr keinen Krach mehr machen. Nein, alles klar. Also wenn das so bei mir wäre, dann würde ich das auch machen. Deswegen sage ich ja, ich habe. Was Zocken angeht, habe ich auch Kopfhörer, weil ich dann auch so eben halt so Battlefield-Spiele, die zocke ich auch gerne mal ein bisschen lauter. Weil du dann eben halt auch mal so die Gegner hörst, ne? Das finde ich dann eigentlich auch mal relativ wichtig. Aber ansonsten so Filme, also wir haben hier bei mir im Haus hier sind eigentlich keine Kinder oder Jugendlichen, die tatsächlich ihren Schlaf brauchen. Und so laut mache ich es ja auch nicht. Aber wie ich schon sagte, halt Spiele mache ich dann noch ein bisschen lauter und dafür habe ich auch Kopfhörer. Bei der PlayStation ist es sowieso noch ein bisschen anders. Da schließe ich mir an den Controller an, dann höre ich ja auch alles. Also von daher passt das schon. Aber irgendwann würde ich mir trotzdem mal von Kopfhörer holen. Die finde ich eigentlich auch recht praktisch, muss ich sagen. Dafür habe ich nachher nur Funk-Kopfhörer, wenn ich nachher so Musik höre über Handy oder sowas. Da habe ich dann ein bisschen Funk.
So. So, das nervt mich ehrlich gesagt so ein bisschen mit dem Angeklicke hier. Gute Actionfilme muss man laut hören. Star Wars ist immer laut Stärke. Nee. Ja, hast du recht. Also so, wenn du immer so einen Kriegsfilm oder einen Ballerfilm oder sowas guckst, dann musst du das natürlich laut hören. Da gebe ich dir recht. Aber so dringend brauche ich die Kopfhörer noch nicht. Irgendwann mal werde ich mir auch nochmal welche holen. Erstmal habe ich andere Prioritäten. Oh. Viele, viele andere. So, wir haben es gleich geschafft. Tut mir leid, dass ich denn hier so mal rumjuckeln bin, aber hätte ich gewusst, dass das wieder so umständlich ist, dann hätte ich das vielleicht auch außerhalb der Aufnahme gemacht. Und das werde ich auch beim nächsten Mal halt machen, ne? So, das haben wir auch. Dann brauchten wir auf jeden Fall Fett, ne? Fürs Elixier, dann können wir nämlich schon ein bisschen vorproduzieren für den Dünger. Auch wenn wir jetzt hier eigentlich nichts mehr groß rauskriegen, hier bei diesen ganzen Leichen hier, aber... Hm. Ach, Fett brauchen wir noch. Fett! So, ja, gut, den Kram. Ja, gut, also ich weiß nicht. Prozent sogar noch, okay. So, Blut nehmen wir mal mit. So, Haut nehmen wir mit. Ach man, jetzt muss ich schon wieder schlafen. Ja, ich weiß, Essen kochen, ich weiß. Spätestens nach dem zweiten oder dritten Tag muss ich eh pennen, wie ich ja schon gesagt habe. Star Wars. Ah, ich habe letztens sogar Han Solo gesehen, aber ich glaube, das hat schon mal erzählt, ne? Fand ich ja gar nicht schlecht im Film, muss ich ja mal sagen. Mal was anderes. Das ist auch mal so ein Diskussionsthema. Ne? Ich meine, es gibt natürlich viele Leute, die sagen, so über die alten Teile, also Episoden, nicht, dass ich Mist erzähle, Episoden 4 bis 6, da geht gar nichts drüber, sehe ich persönlich auch so. Ne? Aber das ist eben halt so die Nostalgie, mit der man so zu kämpfen hat, sage ich jetzt mal. Ne? Ich meine, die ersten drei Teile, die haben so ein bisschen drunter gelitten, dass die so ein bisschen bling-bling waren, also so ein bisschen... zu sauber, sage ich jetzt mal, von der Optik her. Und die anderen drei Episoden, jetzt hier jetzt gerade quasi am Veröffentlichen sind, dass die auch nicht so dolle sind. Aber ich weiß nicht, man muss halt die Filme so einzeln für sich betrachten, wie ich immer finde. Ist meine Meinung. Ne? Man kann immer nicht sagen, oh ja, hier Han Solo, da gibt es keine Lichtschwerterkämpfe, also ist der Film scheiße. Das kann man, finde ich, jetzt auch nicht so sagen. Das sind halt unterschiedliche Filme. Solo habe ich noch nicht gesehen. Ach so. Solo fand ich jetzt auch nicht übel. Ne? Das, was eben halt auffällt bei Han Solo, bei dem Film, das ist eben nicht so dieser typische Star Wars-Film. Das, wie ich gerade sagte, das ist eben, Han Solo ist eben halt kein Film, wo man sich darauf versteifen sollte, dass man da einen Lichtschwerterkampf sieht. Aber das ist eben auch nicht die Zeit, das darf man dann eben auch nicht vergessen. Ne? Und deswegen finde ich das auch schon ganz okay so, wie es ist. So, auch hier pullen wir erstmal alles raus, was wir mal brauchen können. So, Fett nehmen wir mit. Das brauchen wir ja, wie gesagt. Ja, ich glaube, wir werden uns eh darauf spezialisieren. Hauptsächlich Ohren zu machen. Obwohl, später müssen wir natürlich auch die Leichen richtig vergraben. Weil sonst kriegen wir, glaube ich, nachher die Dings nicht mehr gepusht. Also die Wertung für den Friedhof. Die kriegen wir, glaube ich, nachher nicht mehr hin. Aber da kümmern wir uns später drum. Es gibt erstmal wichtige Sachen. Ich will jetzt mal hier eins nach dem nächsten machen, dass wir die Story erstmal wieder so ein bisschen nach vorne kriegen. So, drei Leichen. Die müsste ich jetzt eigentlich verbrennen. Wir müssen eigentlich auch mal wieder schlafen. 32 Holzscheide brauchen wir. Also erstmal schlafen.
32 Holzscheite können wir auch hier machen. Ja, können wir gerade mal 15. Mit dem bisschen kriegen wir nur 15. Mal dafür. 1, 2, 3, 5. Ja, okay. Holzscheite. Wie viel kriegen wir jetzt hier raus? 21. Dann machen wir es mal 21. Ah, natürlich. Ich habe damals mit 18 in der Schlange für den ersten Teil später Episode 4 gestanden und wir waren damals froh gewesen, wenn das möglich gewesen wäre, was in Episode 1 zu sehen war. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich finde die ersten drei Episoden finde ich nicht schlecht. Also die dritte Episode ist mir natürlich am liebsten, weil du da natürlich siehst, wie Darth Vader eben zu Darth Vader wird. Das finde ich schon nicht verkehrt. Es ist natürlich tatsächlich ein bisschen bling bling, aber wie ich ja schon sagte, man darf, kann eben die Filme immer nicht so eins zu eins vergleichen. Man kann jetzt ja nicht erwarten, dass jetzt Teil 4 bzw. Episode 4, 5, 6 oder dann eben Episode 1 bis 3, dass die im gleichen Flair funktionieren. Das geht einfach nicht. Das sind ja auch geschichtlich ganz andere Epochen. Die kannst du natürlich nicht anders darstellen. Die kannst du nicht anders darstellen. Wie eben halt auch sowas wie Han Solo oder Rogue One zum Beispiel. Das sind auch alles so Filme, die haben natürlich einen ganz anderen Stil, weil die in einer ganz anderen Epoche spielen. Ja? Das vergessen immer viele Leute. Und viele Leute sind da nicht in der Lage, das zu unterscheiden. Das finde ich immer schlecht. Für die muss dann wirklich jeder Film immer gleich sein. Also Star Wars, das gehört dann, da muss irgendjemand die Hand abgehackt werden. Da muss ein Lichtschwertkampf, muss auf jeden Fall immer da sein. Und Piu Piu und überall und generell. Und der Millennium Falcon muss dann 30 Mal durchs Bild fliegen. Dann ist es, wenn das nicht passiert, dann ist es kein Star Wars Film für viele. Und das ist ein total bescheuertes Denken, tut mir leid. Na, vor allem, es werden ja auch immer die gleichen Filme. Na, ich habe letztens eben halt Jurassic World 2 gesehen. Und auch wenn ich den Film nicht schlecht finde, ist es ja trotzdem so der typische Jurassic Park Film. Ne? Am Anfang baut jemand Scheiße, extrahiert er irgendwo Dinosaurier oder DNA oder sonst irgendwas, experimentiert rum, bastelt rum, baut Scheiße, Dinosaurier brechen aus, alle sind verfolgt, alle werden, da gibt's Tote und weißer Geier und die Guten siegen nachher und retten die Welt. Der Dinosaurier, der Tyrannosaurus Rex läuft durchs Bild, grölt ein bisschen rum und dann ist der Film zu Ende. So, und das ist eigentlich auch Film für Film immer so. In der Grundstruktur, ne? Aber trotzdem fand ich den jetzt nicht schlecht. Es ist eben halt Popcorn-Kino. Man kann also nicht von so einem Film wie Jurassic World oder von The Expendables oder was ich erwarten, dass da jetzt epische Diskussionen geführt werden, ne? Oder dass da. Ja, keine Ahnung. Das verstehen immer viele nicht. Viele sind nicht in der Lage, Filme in der Hinsicht zu unterscheiden, was für einen Zweck die Filme eigentlich haben, einfach zu unterhalten. Ne? Wenn ich einen Film mit Unterhaltung sehen will, also mit richtig logischen oder mit geilen Dialogen, dann gucke ich mir einen Quentin Tarantino-Film an oder keine Ahnung. Ach scheiße, wir haben Astronomietag, fällt mir gerade auf. Wir müssen eigentlich mal zum Astronomen, jetzt, bevor wir wieder eine Woche warten, fällt mir jetzt mal gerade auf. Dann spontan. The Plane ist da. Herzlich willkommen. Ich gehe auch später nochmal auf das ein, was ihr da geschrieben habt, aber ich muss jetzt erstmal hier so ein bisschen gucken. So, ich nehme erstmal wie viel Säure brauchten wir jetzt einfach? Ich nehme erstmal alles an Säure mit, weil ich nicht weiß, wie viel der Knilch brauchte. So, das kommt dahin. Holzscheite, ja, wir wollten auch noch verbrennen, aber wir wollten so vieles. Ach, wir wollten so vieles. Wir wollten so viele Dinge tun. Fleisch kommt eigentlich nach oben hin. Ich gehe mal wieder nach oben und oh nee, ist auch blöd. Wir gehen hier durch. Ich entscheide mich 30 Mal um in der Folge. Ist halt so. La la la. So, wir gehen erstmal zum Alchemie-Menschen, zum Astrologen. Gucken, dass der aus dem Buch was rauskriegt. Ich weiß ja nicht, es war ja, glaube ich, das Tagebuch, was er hatte, ne? Also das ist nicht, dass sich das nachher als Necronomicon entpuppt und wir das nachher der Schlange geben müssen.
befürchte mal fast, dass wir das Necronomicon, dass wir das vielleicht erst im Dungeon irgendwo kriegen. Vielleicht sogar erst im letzten Level. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Aber naja, gut, vielleicht haben wir auch Glück. Vielleicht haben wir Glück und der Astrologe kann uns da vielleicht helfen, wo das Necronomicon ist. Wer weiß das schon.